Exil zerrieb, machte klein und elend, aber Exil härtete auch und machte groß, reckenhaft. Ich bin 2012 von meinem Land geflohen und seit 2015 lebe ich hier in Deutschland. Das Magazin, das ich 2009 gegründet hatte, wurde 2011 verboten und ich wurde verhaftet. Damit ich nicht wieder im Gefängnis lande, habe ich das Land verlassen. Wenn ich mir das Zitat anhöre, habe ich das Gefühl, dass ich direkt davon angesprochen werde. Ich habe sowohl das Elend, das man in dem Zitat hat, erlebt, als auch diese Stärke, dass man durch das Exil Gutes erlebt und ein stärkerer Mensch wird. Meiner Meinung nach ist dieses Elend, das auch im Zitat erwähnt worden ist, ein zentraler Punkt im Exil. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man ins Exil geht und dieses Gefühl nicht einmal erlebt. Aber auch die Einsamkeit, die man im Exil hat, ist ein gemeinsames Gefühl unter allen Exilanten. Wie viele anderen Exilanten wünsche ich mir, irgendwann zurückkehren zu können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Land, in das ich irgendwann zurückkehren kann, noch das Land ist, das ich einst verlassen habe.